Previously on Spectator Mode Half-Life. Hi. Glaub lieber nicht an Wunder und Hilfe von außen. Dann verzieh dich lieber nach oben. Die Aufzüge funktionieren. Ja, hallo. Hallo liebe Leute, wir sind wieder zurück bei Spectator Mode. Ich bin der Wug, diesmal vielleicht nicht ein ganz so peinliches Intro wie bei der ersten Episode, sage ich jetzt mal, von Half-Life. Wir werden weiter zocken. Wir sind im Kapitel 6 oder sowas. Wer wissen will, was passiert ist, muss sich einfach die letzten paar Folgen anschauen. Falls ihr es durchgehalten habt und immer noch dabei seid, Respekt auf jeden Fall. Vielleicht lasst ihr mal ein Like da. Vielleicht könnt ihr auch ein Follow da lassen. Fände ich nice. Ansonsten einfach nur zurücklehnen und viel Spaß. Feind in Sicht heißt, ich weiß jetzt nicht genau, was für ein Kapitel es ist. Aber es geht los. Oder weiter. Je nachdem. Super laut alles. Mach hier nochmal das Kabel raus. Und wir sind... Keine Ahnung wo. Haben wir es jetzt runter in den Schacht geschafft? Ah ne, da ist der Schacht. Okay, alles klar. Dann nehmen wir hier mal nochmal alles mit, was wir mitnehmen können. Ich muss hier nochmal mein Kabel kümmern hier. Bleib doch mal. Gibt's hier irgendwas? Kann ich das kaputt machen? Nein. Okay, cool. Macht überhaupt nichts. Da war doch Munition. Na gut. Hat sich schon wieder irgendwas mit der Maus eingestellt? Option. Aha, warum auch immer sich das wieder hochgestellt hat. Okay, 06 ist viel zu wenig. Besser. Falsche Taste. Und an das Schwimmen muss ich mich auch noch gewöhnen. Der bämliche Mutagma. So, jetzt gehen wir hier rein. Und dann ist wahrscheinlich das Geschickteste einfach runterzugehen und weiterzugehen. So, fick die. Was waren das? Was ist das? Ah, das waren die Selbstschussanlagen, glaube ich, ne? Okay, ich schätze, wir sind... Mist. Okay. Nächster Versuch. So einfach geht's halt. Keine Ahnung, was da jetzt so dran schwer gewesen sein soll, Gordon, ha? Geht's hier lang? Nein. Wir sind hier... Nice! Nicht gedacht, dass wir tatsächlich nochmal hier hinkommen. Vielleicht hätte ich dich kaputt machen sollen. Hopp. Tschüss. Wow! Alter Falter. Das hat mich erschrocken. Oh je. Yeah. Nehmen wir mal die Gun raus. Dann könnten wir ja jetzt auch noch... Wissenschaftler-Einheiten eliminiert. Keine GDB verzeichnet. Ich hab doch auch schon wieder Auto-Aim. Was ist denn das? Ups, ne. Ach, nö. Alles cool hier. Aha. Wir kommen tatsächlich wieder zurück. Aber die beschießen mich doch... Ne, die haben wohl keine Probleme mit mir. Okay. Wo ging es denn jetzt lang? Ah, da vorne ging es wieder rechts. Alles klar. Wir sind auf dem richtigen Weg, glaube ich. Und hier lang. Komischer Sound. Ich schätze, das ist unser Ausstieg. Nein? Hä? Haben wir
denn noch was verpasst? Oder geht's wieder lang? Na gut. Hallo? Jemand zu Hause? Aha, also ich bin tatsächlich wieder hier. Welcome. Das ist ja verrückt. Oh. Wieso ist die Waffe eigentlich so weit unten? Irgendwas stimmt doch hier nicht. Das ist doch nicht in der Mitte meines... Vielleicht muss ich dann nochmal kurz das Autozielen anmachen. Okay, jetzt ist es wieder in der Mitte. Option. Maus. Autozielen aus. Anwenden. Okay. Das sieht doch schon besser aus. Gut, alles cool bei dir? Nein? Aber hier passiert überhaupt nichts. Sind wir vielleicht da lang? Machen wir erstmal hier die ganze Kacke kaputt. Muss ich wohl wieder hoch? Aber was mache ich hier oben? Ich habe immer noch keine Ahnung, wo genau ich hin muss. Gehen wir wohl wieder in die andere Richtung. Müssen wir vielleicht da unten weiter? Autsch! Aber wir müssen hier irgendwas kaputt machen, einfach. Wir müssen wahrscheinlich hier lang weiter. Und da wir da nicht runterkommen, so. Okay. So. Ups. Ich schätze vielleicht, dass wir hier irgendwas übersehen haben. Weil wir hier so schnell wieder weg mussten. Aber offensichtlich nicht. Okay, nee. Storage Area. Nein. Nein. Da. Hat das irgendwas geändert? Alle wissenschaftlichen Mitarbeiter haben sich zwecks Verhör sofort an der Polizei. Nein. Hier gibt's nichts. Oh, muss ich vielleicht hier hoch? Wieso gibt's denn hier nichts? Was ist das denn für eine Tür? Warum warst du denn hier in deinem kleinen... wie nennt man sowas? Panic Room? Genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Hier ist nichts! Also ein paar Kakerlaken. Hier drüben irgendwas, was ich kaputt schießen muss. Weiß immer noch nicht, was mein Rechtsklick hier ausmacht. Muss ich es vielleicht auch einfach so probieren, da durchzukommen? Nie im Leben werde ich das schaffen. Die ganze Zeit hier ist irgendwas. Da war ich ja eben schon. Okay. Okay, das war einfacher als gedacht. Okay. Fatality. Verdammt. Es heißt, wir müssten da jetzt theoretisch nochmal. Fatality. Ich hab das Gefühl, ich kann nicht nach vorne. Okay. Das haben wir jetzt vielleicht gelernt. Dann ist es mir jetzt aber auch egal, weil wir haben die Verstecke gefunden und wir gehen jetzt wohl hier lang. Pissnutz. Muss ja irgendwann auch mal Feierabend machen. Kann ja nicht den ganzen Tag hier mit verbringen, durch die Gegend zu laufen. Und hier will auch niemand irgendwas mit uns machen. Hier sind wir falsch. Okay, das Problem war also, dass ich aufgestanden bin beim Runtergehen. Kann ich den Ding hier zerschießen? Nein. Kann ich den dazu? Nein. Dann gehen wir wohl weiter. Dieses Spiel. Okay, hier sind keine Gegner drin, keine Aliens. Und keine Leichen.
Hallo? Nee, da, cool. Da hoch. Nee, weiter hoch. Und hier rein. Und der Licht anmachen. Ei, ei, ei. So viele Schächte. Was ist denn das? Wollt ihr mich verarschen? Hä? Wieso komme ich hier nicht weiter? Was ist denn hier los? Will ich mal irgendwas drehen? Okay. Bin ich von... Nee, hier war ich noch nicht. Ah! Unter Abriegelung verstehen die lediglich alle umzubringen, die mit dem Projekt etwas zu tun haben. So sieht's aus. Was? Ich hab damit überhaupt nichts zu tun. Ich hab nur ein paar Sachen irgendwo reingeschoben und dann ist... Lambda-Komplex. Ich bin nur ein Pencil-Pusher. Mhm. Fuck. Zu Fuß? Bin ich ja nicht... Den ganzen Tag zu Fuß unterwegs. Sorry. Und irgendjemand muss sich mal eine schlechte Laune ausleben lassen. Ah! Nein? Okay. Okay. Da passiert wohl nichts. Nehmen wir uns noch ein bisschen HIV. Wieso sind denn da nur 22 drin? Was ist denn da los? Die richtige Gun hoch. Explosionskrater. Sehr schön. Nächste... Chapter. Nächstes Chapter. Irgendwie habe ich das Gefühl, da explodiert gleich was. Vielleicht nehmen wir mal eine Granate und ballern die dahin. Das hat uns bedingt geholfen. Hi. Aha, das da oben können wir also kaputt machen. Warte mal. Okay. Wir haben es geschafft. Herausforderung gemeistert. Bleib schön da. Schön brav. Nicht mal die Kiste ist kaputt gegangen. Nicht mal geschafft. Oh mein Gott. Ich denke mir, es sind größere Gegner, aber es sind nur die kleinen Scheißviecher. Uff. Head grab. Okay, so. Stirb. Keine Zeit, mich um dich zu kümmern. Was passiert denn hier unten? Okay, da geht eine Luke auf. Kommt ein Aufzug hoch. Okay. Explodiert. Nein? Okay. Was bist du? Nochmal. Zack. Leben. Oha. Nee. Ging sogar offen. Okay. Und jetzt geht's. Oh mein Gott. Geht's wohl wieder runter. Ich meine, ich war ja schon oben. Was, ja. Aber oben nichts verloren. Oben sind die Leute mit den Helikoptern. Da habe ich keine Chance dagegen. Kann ich nicht, brauche ich nicht gegen anstinken. Keine Chance. Okay. Aber was war das? Okay. Auf die Entfernung nicht zu gebrauchen, habe ich das Gefühl. Das ist also das Transitsystem. Wollen wir mit dem Ding fahren? Geht das? Wahrscheinlich nicht. Dann sagt er uns, nee, nee. Nee.
Nice. Warte mal, zack, zack. Fahren wir doch mal langsam hier durch die Gegend. Irgendwo werden dann schon Gegner kommen. Ist das vielleicht zu langsam? Ah, du kommst jetzt mit. Oh, das war's dann wohl. Auch schon tot. Okay. Komische Hundis. Verpisst euch. Jetzt ist das Ding ohne mich weiter. Oh oh. Eins haben wir überfahren, glaube ich. Na, was? Aber... Nee, oder? Ich war doch gerade da. Okay, wir sind da. Okay. Und kommen wir da jetzt am hoch? Ja, schön. Okay. Oh, da drüben ist schon wieder das nächste Gegnerlein. Stirb. War das schon dann? Ja. Dann einmal hier drunter durch. Kann ich hier. Ah, schön. Hallo. Was gibt's denn hier? Wahrscheinlich nur, falls ich hier runterfalle, oder? Wo kommst denn du her? Tschüss. Okay. Okay, okay, okay. Rein hier. Ich hoffe, du weißt, wo du lang gehst, Gordon, weil irgendwie ist es nicht so geil, einfach in irgendwelche Rohre reinzugehen. Hey! Kann ich hören? Kommen wir hier raus? Okay, zack. Nein! Und hoch. Oh, oh, ja. Geschafft. Wir müssen also wieder zurück, so wie es aussieht, irgendwann. Hier leider ist. Oh je! Yeah. Hier durch? Ja, krass. Gut, jetzt weiß ich ja, warum die Leiter da ist. Genau aus dem Grund. Das war knapp schon wieder. Hier hoch und darüber. Und dies und das. Hallo. Gordon Freeman, mein Name. Mitarbeiter des Monats. Mhm. Dachte ich gerade, er hat irgendeinen Sound gemacht und verreckt dann. Ah, nein. Ich hätte wahrscheinlich das Fass hier runterschieben sollen. Hm. Oder man kann das Ding vielleicht dann bewegen. Hup. Okay. Zum Glück überlebe ich das hier mit der Strahlung oder was auch immer hier so geigermäßig unterwegs ist. Wir gehen wieder hoch, weil ich schätze, ich hätte das eine Fass gebraucht. Das ist die gleiche Höhe, die wir runtergekommen sind. Sind wir wieder auf dem gleichen Level? Keine Ahnung. Hat er jetzt Nachladen abgebrochen? Ja, sorry, ich wollte dich nicht beim Manchen stellen. Ich hatte auch noch keine Mittagspause, ne? Also so ist es nett. Gott, hast du mich erschrocken. Weiß halt auch noch nicht genau, was du da anstellst.
comic-mäßig, habe ich das Gefühl. Okay, die sind... Oh, da kommt noch eine. Uff. So, und da hinten steht auch noch eine. Tschüss. Nix kann sich da in der Ecke verstecken. Was schießt denn da schon wieder auf mich? Ah, grüß Gott. Die Dame, der Herr. Was auch immer. Tot, ja. Boop, boop, boop. Ihr lieben Leute. Muss doch nicht sein.